Dass unsere Haushaltslage gerade nicht gut ist, das hat sich rumgesprochen und leider stehen auch die Zeichen insgesamt nicht wirklich günstig. Die gesamtwirtschaftliche Lage, das ist ja gerade in aller Munde, die ist in Deutschland nicht gut und es wirkt sich natürlich auch weiter auf unsere Steuereinnahmen aus. Also für dieses Jahr geht der Daumen ganz klar nach unten und auch fürs nächste Jahr erwarten wir deutlich weniger Einnahmen, was natürlich zur Folge hat, dass wir schauen müssen, wo kriegen wir unsere Ausgaben in den Griff. Und ein großer Brocken ist dabei der Personalhaushalt der Stadt Erlangen. Die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag für Sie hier arbeiten und die Arbeit hier erledigen. Und da wird es auch Einschnitte geben. Der Stadtrat hat es jetzt beschlossen, dass wir Stellen langsamer wieder besetzen. Dadurch kommt natürlich Geld in die Kasse. Aber auf der anderen Seite steigt natürlich auch der Druck in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung. Und da bitte ich auch jetzt schon um Verständnis, wenn da nicht mehr alles so geschmeidig läuft. Das hat natürlich zur Folge, wenn bei uns Personal fehlt, dann merken Sie das auch an der einen oder anderen Stelle in der Stadt. Ich möchte aber doch noch ein paar andere Nachrichten als nur den Haushalt aufgreifen, weil das passiert ja noch mehr in der Stadt. Sie haben es vielleicht gesehen, auf erlangen.de gibt es jetzt ein neues Angebot, nämlich einen Chatbot, bei dem Sie Ihre Fragen stellen können, die die Stadt Erlangen betreffen. Also wenn Sie wissen wollen, wie müssen Sie irgendwas beantragen, dann fragen Sie dort nach, dann kriegen Sie gute Antworten. Im Moment sind wir noch in der Testversion, deswegen sind wir auch total neugierig, wenn die Antwort Ihnen mal nicht weiterhilft, dass Sie dann auch eine Rückmeldung geben und sagen, boah, das war noch nicht so gut, weil wir wollen damit natürlich auch experimentieren und am Schluss Ihr Leben leichter machen, aber offen gestanden auch unser Leben leichter machen, weil wenn die Fragen dort gut beantwortet werden, dann schlägt ja auch weniger Arbeit am Ende bei den Kolleginnen und Kollegen hier im Rathaus auf. Jetzt noch einen Baustellenhinweis, quasi nicht in eigener Sache, sondern für jemanden anderen. Das staatliche Bauamt, das beginnt mit einer großen Baumaßnahme auf der Straße Richtung Dexendorf und es wird ab Ende September bis in den Oktober hinein wird es dort große Beeinträchtigungen geben. Teilweise ist die Straße auch ganz gesperrt, teilweise ist sie einseitig befahrbar. Das bedeutet natürlich für den Autoverkehr erhebliche Einschränkungen. Aber, und das ist jetzt die Bitte an alle Schülerinnen und Schüler und auch an alle Eltern, sich genau zu informieren, wie denn die Schulbusse in der Zeit fahren. Gerade wenn man aus dem Landkreis in die Stadt kommt, kann es da dazu kommen, dass der Bus deutlich früher abfährt, dass es zu Verspätungen kommt. Also bitte informieren Sie sich da, wie gesagt, nicht unsere Baustelle, aber die Auswirkungen, die treffen natürlich auch die Stadt Erlangen. Und jetzt noch ein kleiner Veranstaltungshinweis fürs Wochenende. Da dreht sich in der Stadt ganz viel um das Thema Nachhaltigkeit. Am Samstag ist Nachhaltigkeitstag auf dem Schlossplatz. Viele Ehrenamtliche, die dort zeigen und auch Eindrücke davon geben, Informationen, aber auch Mitmachangebote im Bereich der Nachhaltigkeit. Und zeitgleich startet das Biomobil hier in Erlangen. Ist eine überregionale Initiative. Die sind hier zu Gast, nicht nur am Samstag. Da startet es am Neustädter Kirchenplatz, sondern dann in den nächsten Wochen an verschiedenen Stellen in der Stadt mit Informationen rund um Bio-Lebensmittel und wie man die auch in seinem Alltag integrieren kann, was es da für Vorteile gibt, warum das nicht immer teurer ist und. Also nutzen Sie diese Informationsangebote. Die sind mit Sicherheit es wert, am Samstag mal den Weg in die Stadt zu gehen.